Guten Tag, hat er gesagt, nachdem wir den Erbrecher Stufe 3 hier letztes Mal gebaut haben. Ja, Jasmin hat darauf gepasst. Schöne Grüße. Ich habe es korrigiert. Ja, sind wir ja vom Druck, haben wir ja auch letztes Mal richtig gut geballert. Ne, jetzt muss die Wärme ran. Da brauchen wir ja ganz, ganz viel Iridium. Was wir jetzt zwar noch nicht haben, aber uns jetzt holen gehen werden. Dazu will ich erstmal, schau mal, hier haben wir bestimmt noch ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Und dann ballern wir mal hier hinten hin. Und da glaube ich, gibt es keine Regierung. Wir können ja auch da mal reingehen, aber eigentlich ist das hier hinten alles. Deswegen ist der Erzbrecher ganz gut. Weil wir da die ganzen, bestimmt auch schneller, ne, die ganzen Teile dann kriegen. Hier sollten wir jetzt das. Uranit oder wie das heißt da, Uranitit oder irgendwie so. Sollten wir uns jetzt hier mitnehmen, damit wir auf jeden Fall demnächst ein bisschen Wärme bauen können. Weil eine Iridiumhöhle haben wir noch gar nicht gefunden. Was auch ein bisschen blöd ist, weil ich weiß nicht, wie groß die Karte ist. Aber es fehlt allgemein so ein bisschen noch an Stoff. Wie ihr seht, haben wir hier vorne ja alles schon geplündert. An wichtigen Teilen. Und jetzt liegt jetzt hier hinten nicht mehr allzu viel rum. Ja, das, was hier rumliegt, das will ich eigentlich alles mitnehmen. Und an Wichtigkeiten. Waren, das hier nehmen wir noch mit. Genau, hier die Pflanzen, die waren jetzt nicht ganz so geil. Den 150er. Ja, und noch was hier. Schön. Schön. Das können, oh Mann, das können wir uns mal alles. Und da kommen noch hoch, weil es zu schräg ist. Ein bisschen noch, der Pool. Ich glaube, der war hier schon. Ja, hier gibt es noch nicht. Lieber das, weil da brechen wir ja mehrere Sachen raus. Ich bin ein bisschen schlauer, das hier erstmal mitzunehmen. Ich glaube, das war dann schon hier. Eine sehr seltene Pflanze. Gut. Nehmen wir noch hier ein bisschen leuchtenden Sachen mit. Dann haben wir Uran ja schon relativ viel. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir mal hinter den Berg gehen. Gut, dann laufen wir mal zurück. Und dann können wir das nämlich reinschmeißen. Ne? Zu Hause angekommen, werden wir das. Ne, ich glaube, wir machen erstmal schon mal ein paar. Ein. Ich glaube, zwei können wir auch noch machen, ne? Wenn wir die Reste hier mitnehmen. Ja, dann haben wir das nämlich schon mal weg hier. Man nimmt schon mal zwei geile Stäbchen. Und dann sieht das hier nämlich schon mal ein bisschen gut aus. Uran, das letzte, den machen wir da rein. Da kommt man langsam durcheinander, wenn deiner Uranitit heißt, der andere Uranit, Uranaza, Quatzer. Ja, eigentlich müssten wir die als erstes reinballern, muss ich mal jetzt so sagen, weil Aluminium. Müssten wir jetzt ja genug haben. Wir hatten ja letztes Mal ein bisschen, ja, siehst du, Aluminiummangel. Jetzt sollte ja jetzt von Aluminiummangel gewesen sein. Ja, aber bei sehr, sehr weiten. Ja. Nee, hier müssen wir. Zack, nämlich richtig viel. Lithium brauchen wir denn eigentlich ohne mehr. Magnesium, wie sind wir denn? Oder Fulde. Und das sieht gut aus. Was ich mir überlegt habe, während wir jetzt hier den letzten Kobalt noch nehmen und dann wahrscheinlich auch ein bisschen was essen müssen. Ah ja, die sind ja eh fertig. Das ist schon mal gut. Den Essig, die lagere ich ein. Da mache ich mal einen Sauerstoff draus. Draußen können wir dann mal trinken. Weil hier auch ganz gut dabei, wie gesagt, ne, also die Wärme, die müssen wir ein bisschen noch pushen, ein bisschen mehr pushen, flüssig, ne, also langsam müssten wir
vielleicht auch Gewässer kriegen. Ich weiß nicht, ob das hier so abschmilzt, aber ich kann mir vorstellen, dass das hier auch später unter Wasser liegt, ne? Könnte sein. Weißt du, ich habe mir überlegt, was ist denn da denn eigentlich auf der Karte? Also wir gehen ja nach da gibt es ordentlich was. Ich weiß auch nicht, was die Rampe kostet. Startrampe ist sogar baubar. Startrampe. Will ich aber tatsächlich. Wir haben hier nicht das schönste Gebiet hier, ne? Weiß auch nicht, wo das schönste Gebiet ist. Die letzten Superlegierung. Welche ja wahrscheinlich die Startrampe. Ich habe ja auch Angst, dass das hier überflutet wird, ne? Achso, ich wollte ja noch ein bisschen was trinken. Ja, hier ist auch nicht das ebenste Gelände. Kann man auch mal dazu sagen. Also hier wäre natürlich klar, vielleicht ziehe ich auch mal um. Oder lass umziehen. Mit dem Fahrzeug, glaube ich, wäre das gar kein Problem, wenn man den umzieht, ne? Mir zumindest vorstellen, dass das relativ gut geht. Da hier so rein. Ich wollte hier nämlich noch mal gucken, wie es hier drinnen aussieht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da oben nichts weiter ist. Also das ist immer noch nicht geschmolzen. Da war ja alles weg. Dann mal gucken, ob man da oben hinkommt. Würde mich ja mal interessieren. Also ein bisschen so Erkundungstour heute macht. Also letztes Mal haben wir ja schon viel erkundet, ne? Aber da nach oben zu gucken, würde mich jetzt auf jeden Fall am meisten tangieren. Dann die Lage zu sondieren, ne? Bis da nach hinten, weil sonst sind wir hier schon die hinterste Ebene, dann ist das wie so ein langer Streifen nur, statt oh, hier kommen wir ja gar nicht raus, ne? Hier kommen wir nicht raus. Da hier reinspringen, ging aber auch nicht. Ja, auch blöd. Naja, da muss ich dann einmal rum. So, einmal kurz Sauerstoff holen, dann gehen wir da gleich nach oben, gucken uns das nochmal an. Oh ne, war ich. Das ist aber blöd, ne? Da ich das schon verbraucht habe, wo ich ja da einmal hin wollte. Dann müssen wir uns dann wieder mit. Wir bauen uns dann selber eine Base über Wasser halten. So viel gelatscht, ne, dass ich gleich alles wieder verbraucht habe. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Oder ein Silizium sollten wir dann mitnehmen. Und geht ein Eisen. Ja, hier können wir zumindest ein bisschen was bauen hier. Der, wo wir sind, 250er Iridium. Und das sollten wir dann haben, der auch mal warm. Okay. Ja, hier sind ja auch die komischen Höhlen, ne? Wo man, denke ich mal, cruderweise dann irgendwann mal rein könnte. Ja, hier ist schon ein bisschen was aufgebrochen. Hier kommen wir ja noch nicht ran. Da rein. Ist dann ganz viel Aluminium, ne? Zum Weghauen.
Und hier hinten. Naja. Oh, Kobalt. Ja, dann können wir uns ja auch so eine so ein Links bauen, ne? Das werden wir da mal sagen. Naja, hier war super Legierung drin. Irgendwas. Was war hier? Ja, okay, dann bauen wir uns hier mal so eine kleine Werkbank hin, dass wir uns wieder Sauerstoff herstellen können. So, die hier einmal. Und dann geht es ja hier rein. Oh, da würde hier reingehen. Geht auch nicht. Oh ja. Was für super Regierung hier. Das hier ist wie so ein super Regierungsplateau. Also ist nicht so, dass jetzt hier tot ist, ne? Ach, geh mal da hinten, ja. Und ich glaube, hier würde ich gerne eigentlich bauen, ey. Guck mal, das ist hier relativ flach. Und haben wir ein Eisen jetzt? Aber hier, wenn wir hier denn, ich baue das mal hier, die Tür erstmal. Haben wir jetzt hier noch was, eine Kiste? Ne, noch nicht. Noch ein bisschen Eisen sammeln. Lag da noch mehr rum, oder? Hier ist ein Eisen. Aber auch so viel super Legierung. Ich glaube, ich würde hier lieber oben bauen. Ganz ehrlich sagen. Da können wir ja rüber fliegen, fahren. Wenn wir da die passenden Dinge halten. Eisen sieht hier ein bisschen schlecht aus. Aber da können wir uns ja auch mit den Mieten über Wasser halten. Beziehungsweise haben wir in der anderen Base ja noch relativ viel. Ne? Das könnte ich ja so peu à peu hier rüber schieben. Da oben ist ja auch so ein Plateau, wo Eis zu ist. Ne? Und da ist eh das Große. Ja, erstmal ein großer Behälter, ne? So, damit wir hier mal ein bisschen Platz sammeln. Oder, ja, genau. So, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ne, den brauche ich ja und den brauche ich ja auch noch. Gehen wir kurz mal hin nach hinten. Ja, ich glaube, ich fühle mich da wohler, wenn ich da eine endgültige Base mal baue. Okay, abbauen kann man auch nicht. Ich dachte, vielleicht geht das ja. Und dann an der Rüben ist auch noch was. Nach hinten habe ich noch relativ viel, ja? Oha. Oha, was ist denn das für eine Gegend? Das ist ja schon ein bisschen sexy, ne? Ja, komm mal eigentlich. Ach ja, Pilze haben wir ja noch gar nicht. Was ist das denn für eine Gegend? Ah, die sind jetzt nicht so cool.
Hier. Alles läuft gut. Ist gar nicht. Siehst du jemand? Ist hier eine richtige Story für? Oh ja, können wir Sauerstoff nochmal herstellen? Den nehmen wir erstmal mit. Den 300er hier nehmen wir. Oben ist ja auch toll. Boah, hier ist eine coole Gegend. Hier haben wir viele Ressourcen. Ja, man weiß ja noch gar nicht, wo hier der Mittelpunkt so richtig ist, ne? Weit gegen da denn? Ey, oder die Waldfee. Wasserbedarf finden, da müssen wir uns vielleicht mit dann noch so ein Eis abklopfen. Da gab es ja auch Eis. So, erstmal hier so die Kleinigkeiten. Hier vorne machen wir noch hier die Teile rein. Bei Pflanze, Nahrung, Stoff. Sonst können wir den hier schon mal wieder ein wenig größer machen. Na, hier geht ja auch noch viel, ne? Ja, der wird Wasser geholt hier. Vielleicht Nahrungszüchter gleich reinklatschen. Was kostet ein Nahrungszüchter? Aluminium, Eisen, Wasser. Aluminium wird schwer, ne? Obwohl. Guck mal, da waren ja. Haha, jetzt verbinden wir. Jetzt werden wir so Brain, ey. Pass mal auf. Weil da waren ja auf jeden Fall so eine. So eine Teile zum Aufsprengen, ne? Die werden wir uns jetzt da versuchen hochzunehmen, ne? Sauerstoff haben wir. Eis, wir haben ja da, glaube ich, einen noch hergestellt. Ja, ein Herstellungsteil. Das heißt, sobald wir Eis haben, können wir uns auch Wasser herstellen. Ja, ich kann mir auch noch ein bisschen was für den Rückweg aufheben, ne? Jetzt sehe ich ja nicht alle zusammen, glaube ich. Aber dann ist die ja echt eine große Karte. Oder gab es hier kein Eis zum Fliegen? War eigentlich schon, aber. Zwar nicht so viel, aber ein bisschen was. Guti. So, und jetzt sprengen wir hier nämlich hinten die Teile weg. Wo waren die? Die waren, glaube ich, da hinten. Ich kann da immer so ein bisschen reingucken, ne, was da drin ist. Das ist mir auch ganz cool. Ja, also ich würde einen jetzt hier mal so. Ach ne, denn, oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Wo sind die unten? War ich hier schon mal drin? Hauptsache, ich komme hier wieder raus, ne? Das ist ja reiner. Ja, richtig reiner, super. Guck mal hier schon. So, war weg. Oh, so viel Sprengstoff. Indium natürlich. Aluminium. Da hätten wir nämlich schon mal weg. Wo geht's denn hier? So viel Sprengstoff. Genau, Hauptsache ich überlebe hier, ne? Kobalski. Ist auch ganz Iridium. Ja, würde ich eigentlich lieber einsammeln als irgendwas anderes. Lass mal super Legierung da. Weil wir haben ja so viel da oben, ne? Und jetzt brauche ich noch Ausblick hier.
Aha. Sind wir hier? Oh, da geht's aber tief ab jetzt, ne? Ah. Was zu fressen wäre ja noch nice, ne? Wo sind wir denn hier? Oh. Osmi-Junge hätten wir hier. Ich glaube, ist hier aber auch immer mit das denn hier? Pulsarquarz. Hier können wir rein. Müsste Wasser drin sein, ne? Überhaupt. So, sah voll komisch aus. Ich mache mal kurz hier Folgendes. Ich weiß ja nicht, ob der hier auch noch reingeht. Ah ja, können wir auch noch rein. Ich mache mal die hier alle hier rein. Weil dann kann ich mir nämlich hier mal so eine Base bauen. Wenn das geht. Also das hier. Das hier noch wichtig. Und dann können wir da nämlich so einen herstellen. Dann können wir wieder Sauerstoff irgendwas herstellen, ne? Ich noch ein Titan und ein Silizium, glaube ich. Hier ist auch eine Schwefelwelt, ne? Was zu essen wäre wichtig. Oh. Ich habe keine Taschenlampen-App. Oh, Leiterplatten. Oh, Weltraumnahrung. Sauerstoffkartusche. Oha. Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Oh, gleich ein Stab, ey. Das geht weiter. Aber dunkel auch unten, ne? Hab dich. Und mit der Nahrung kommt richtig gut. So, wir haben Sauerstoff. Ich darf ja gar nichts sagen. Ich muss eigentlich weiter. Ich muss leben. Muss ich leben. Aber weiß ja selber, ne? Ich muss ja erstmal hier oben gucken. Ja, ihr habt das Gefühl, dass ich ganz weit irgendwo unten bin. Also da, wo man gar nicht so hin sollte. Zumindest das Gefühl. Heftig. Jetzt hat er auch noch ein bisschen Nahrung drin. Vorstellen, dass hier Nahrung drin ist. Ja, die könnt ihr gerade dann destroyen. Jomasam. Oh, hier ganz viele Bäumchen und sowas. Aber kein Schrank zum. Ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Deswegen folge ich hier einfach mal den Weg. Also auf jeden Fall haben wir hier noch einiges zu erhoffen. Oh, wir sind mitten im Bär. Oh, wir haben Meridian gefunden. Oha. Hier ist ganz viel Iridium. Okay, dann muss ich versuchen, hier irgendwie reinzukommen.
Okay. Wir müssen wissen, wie wo hier der Ausgang ist wieder, ne? Hier wird es natürlich ein bisschen heißer sein. Zum Glück haben wir noch eine Sauerstoffbrille, ne? Okay. Ich glaube, die Hüdeck. Wenn ich immer tiefer laufe, dachte ich, irgendwie verkehrt wäre. Frage ist ja nur, da geht's nach oben, ne? Müssen wir dem Weg da irgendwie folgen? Hab das Gefühl, wir müssen mehr nach oben als nach unten. Cool, aber richtig coole Sache, ey. Okay, Lava-Planet, Lava-Planet. Lava ist der Iridium, ne? Das, ja, vom Vorgänger hätte uns das eigentlich auch schon so mahnen können. Wenn ich hier mal Himmel sehe, dann bin ich gerne mal richtig glücklich. Das ist doch auch hier. Uranit, Ninit, Uraninit. Oder wie die Teile. Ist egal. Das ist ja, was ich meine. Ach du Heiliger, wo sind wir denn hier? Oh, ich sehe den Himmel. Das war jetzt aber. Oha. Okay, wo sind wir jetzt? Oben auf dem Berg auf jeden Fall. Okay, das war relativ knapp. Sehe hier kein Gebäude oder so. Ah, hier hinten sind wir, okay. Ja, dann weiß ich, wo wir sind. KKK, ne? Muss schon mal Schwefel mitnehmen. Frage ist natürlich, gehen wir jetzt zur alten Base oder zur neuen Base, ne? Bin ja mehr denn dafür für die neue Base. Die alte Base kann ja stehen bleiben, ne? Die muss man ja nicht zwangsläufig abbauen. Da wollte ich das letzte Mal auch hin, aber da habe ich irgendwie, als ich da war, nicht mehr gesehen. Warum auch immer. Ja, dann können wir uns das ja eigentlich komplett bei der neuen dann aufbauen. Das hätte ich eigentlich für eine bessere Sache. Aber da kannst du mal sehen, wo bin ich denn da lang gelatscht? Da bin ich ja hier den ganzen Kuppel von da bis nach hinten eben mal durchgeflutscht. Aber dann ist das hier aber richtig heftig und da. Geil. Also das freut mich ja. Der ist bestimmt der andere Berg da auch noch, denn ist die Karte ja riesig. Wirklich riesig. Weiß noch nicht mal so richtig, wo ich jetzt hier hin musste. Da lang gelatscht oder da lang gelatscht? Ah, hier unten sind wir lang gelatscht. Kann noch nicht mal oben lang. Achso, wo? Ja, dann wird mir aber gleich der Hunger kicken, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm, wenn wir da dann angekommen sind, dann kann mich ja auch der Hunger dann ein bisschen wegbrechen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber Nahrungszüchter würde ich eh gleich den bauen, ne?
Hätten tut es denn noch nicht, aber. Weil da dann nach hinten geht es ja auch noch richtig schön weit. Haha. Wahnsinn. Verdammt groß. Ja, der wird es ja für das, also wenn wir denn da Fahrzeug bauen können, wird es ja hier richtig wichtig, dass wir das bauen. Weil die Wege hier alle zu Fuß, die wird es ja nicht machen. Ja, super, können wir den gleich jetzt hier hinstellen, den Nahrungszüchter? Da? Ne, wir brauchen eine Wasserflasche für. Und ich habe natürlich, ah doch, ein Eis haben wir noch. Dann sollten wir erstmal so ein Herstellungsding. Ach, da fehlt es ein Lithium. Und das haben wir noch nicht mehr. Das ist ja richtig Mist. Da hinten liegt das. Zweimal sogar. Dann nehmen wir doch zweimal mit. So. Dann bauen wir uns noch den Nahrungs-Sittezüchter. Ballern da unser Essen rein. Also, erstmal den hier. Dann eben mal Wasser. Jetzt den Nahrungszüchter. Jetzt das Essen. Reicht das nicht? Ne, reicht das hier? Da reicht das. Jetzt das Essen. Und jetzt müsste ich alles schnell auslagern. Jo, hier passt nicht mehr so viel rein. Ja, eigentlich dann so gut wie gar nichts mehr passt da rein. Wo alle einfach drücken können, ne? Wäre einfacher gewesen. Sehr schön. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ich werde mich jetzt hier sterben. Einsam wie ich bin. Und oh, so ist es halt. Bitte. Ciao, ciao.